Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir meine Blush Collection gemeinsam durchgehen. Also meine Rouge, Blanche und Blushe. Ich habe gedacht, damit es nicht so langweilig ist, ranke ich meine ganzen Blushe. Das habe ich natürlich schon gemacht und zeige euch einfach, in welcher Reihenfolge meine Blush Collection wäre. Gut, ich würde sagen, ich lege einfach los und zeige euch mal meine ganzen Blushes. Den ersten, also ich habe 16 Blushes, das heißt meine Nummer 16 geht an den Catrice Cosmetics Multiple Matte Blush in der Farbe Love Rosie. Ich werde den gleich mal aufmachen, so sieht der aus. Also so sieht er aus. Warum der jetzt mein 16. Platz ist, liegt einfach daran, dass ich... Da ist zu wenig Pigmentierung. Der ist einfach... Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da ist einfach... Die Pigmentierung ist einfach nicht da. Also ich denke mir jetzt, für mich es geht, das heißt, deshalb ist er nicht aus meiner Collection draußen. Er ist an der Grenze, aber ich kann ihn aufbauen und er funktioniert. Aber ich finde einfach, dadurch, dass er so schwach pigmentiert ist, ist er einfach mein 16. Platz. Also der ist halt echt, der muss schon peinlich. Also ich habe ihn erst einmal benutzt, deshalb sieht er noch so schön aus. Aber wenn ich den, also ich glaube, der ist halt ziemlich schnell, ist der leer. Und das ist halt an und für sich ja nicht das, was man möchte. Mein 15. Platz geht auch an den Catrice Multi Matte Blush. Und zwar, das ist jetzt der Lavender, heißt der. So sieht er von nahen aus. Da fokussiert er. Dunkler. Deshalb habe ich gesagt, so, deshalb hat er auch mehr Pigmentierung. Deshalb ist er einen Platz vor dem anderen. Weil der einfach dann doch mehr Pigmentierung hat. Also das sieht man, der ist natürlich jetzt auch nicht toll pigmentiert, auf keinen Fall, aber ist auf jeden Fall ein bisschen besser pigmentiert. Das heißt, da muss ich nicht so stark reingehen. Das heißt, deshalb meine Nummer 15. Ist trotzdem ein okayer Blush, aber jetzt... Ich habe bessere. Aber sie sind noch immer beide noch so, dass ich sage, ich behalte sie dabei in meiner Collection. Und wenn sie dann wirklich zu alt werden oder so, dann muss ich sie entsorgen. Weil bald, die sind jetzt schon ein paar ältere Blushe, das heißt, die müssen eh bald weg. Deshalb versuche ich immer meine Make-up-Produkte aufzubrauchen. Vor allem die Face-Produkte, die benutze ich ja wie gesagt jeden Tag. Das heißt, die kann man, das geht schon, die aufzubrauchen. Als nächstes habe ich den Essence Mosaic Blush. So sieht der aus. Wenn ihr mein Drogerie-Favoriten-Video gesehen habt, dann kennt ihr diese Blush schon. Der ist jetzt mein Platz 14 aus dem Grund, dass ich finde, den von der Qualität ist der super. So sieht er mal aus von nahen. Was jetzt mein Problem ist, ist einfach, dass der mir ein bisschen zu pink ist. Ich habe so bemerkt in meiner Schminklaufbahn, dass ich einfach so Pinky Blush jetzt eher weniger mag. Also die sind jetzt nicht so meine Favoriten. Ist natürlich hin und wieder okay, das ist eher mehr dieser süßer Barbie-Look. Aber ist jetzt nicht unbedingt meine, also das liegt jetzt an der Farbe. Die Farbe ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, das brauche ich unbedingt. Deshalb mein Platz 14. Next up haben wir wieder von Essence. Und zwar, das ist die Blush Play Sculpting Palette. Also das sind halt, ich gehe da einfach durch alle drüber. Da, ich zeige es euch mal, so sieht die aus. Das heißt, ich benutze jetzt nicht jeden Ton einzeln, sondern ich gehe einfach drüber und dann ist das auch erledigt. Ich finde dies eh eigentlich voll okay. Da kann man jetzt nicht sehr viel sagen. Sie ist jetzt nicht außergewöhnlich oder so. Das ist, also ich finde, das ist einfach gut. Das ist einfach Essence-Qualität einfach gut. Das Packaging ist jetzt nicht so wow, aber das kann man halt bei Essence nicht erwarten. Aber ja, ist trotzdem, ist eine gute Palette, ja.
Aber die versuche ich jetzt auch aufzubauen, weil die ist jetzt auch schon älter. Das heißt, die müssen weg. Dann kann ich auch wieder neue Sachen kaufen. Ich kaufe ja auch so viel momentan. Das heißt, es muss wieder weg. Okay, und als nächstes haben wir von iHeart Revolution und zwar die Blushing Hearts in Candy Queen of Hearts, heißt ja. So sieht er von nahen aus. Das sieht man, das sind so drei unterschiedliche Blushtöne. Und so sieht das Packaging. Das sind diese Heart von iHeart Revolution. iHeart Revolution, Herz. Nein, also ich finde. Ich mag die ja von iHeart Revolution. Die Qualität ist jetzt so mittelmäßig, aber ich finde das Packaging ist trotzdem süß. Und warum der jetzt mein. Das war übrigens mein Platz 13. Das ist jetzt Platz 12. Und warum das jetzt mein Platz 12 ist, ist einfach, dass das ein sehr matter Blush ist. Ich bin jetzt. Mittlerweile habe ich bemerkt, dass ich ein bisschen einen Glanz bei Blush nicht schlecht finde. Weil Blush ist ja eh schon, das ist dafür da, dass du so ein bisschen gesund ausschaust und einfach so ein bisschen Leben ins Gesicht bekommst. Und da habe ich einfach bemerkt, da mag ich es auch, wenn so ein bisschen ein, also wenn der so ein bisschen Schimmer hat. Also jetzt nicht so extremst, aber so ein bisschen, das mag ich eigentlich echt, echt gern. Deshalb ist das auf jeden Fall meine Platz 12, weil der eben ganz matt ist. Die Farbe ist ganz okay. Ja, also das ist eigentlich ein guter Blush, nur dass ich bemerkt habe für mich persönlich, dass ich einfach mehr so diese Luminous Blushes mehr mag. Platz Nummer 11 ist wieder ein Essence Blush und zwar The Beach House Duo Blush. Give me Vitamin C. So sieht der aus. Also da hast du eben einen helleren und also zwei hellere und einen dunklen in der Mitte. Das ist eben auch ein ziemlich großer Blush. Ich finde den einfach eigentlich recht süß. Das ist auch, der ist auch wieder matt. Was zumindest was man sieht. Und ich finde den eigentlich recht nett. Das ist so ein Blush. Ich finde einfach, die Essence Blushes, das kannst du immer machen. Die sind eigentlich immer gut und der ist einfach auch da keine Ausnahme. Also einfach ein guter Blush. Ja, aber der ist auch schon, weiß ich, etwas älter. Das war meine Limited Edition. Das heißt, den versuche ich auch aufzubauen. Ich merke, meine Essence-Blasche, die muss ich mal wieder erneuern. Aber vielleicht kommt ja ein DM-Haul. Aber gut. Also das ist jetzt meine Nummer 10. Ist schon wieder ein Essence-Blush. Ich sage euch, das habe ich auch in meinem Drogerie-Favoriten-Video gesagt, dass ich einfach die Essence-Blushes super finde. Die sind einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis und ich finde einfach, ja, aber da kommen wir noch zu. Aber ich finde einfach, die sind einfach super. Und zwar, da habe ich jetzt den Essence, das ist aber auch eine Limited Edition, und zwar I Want Candy. So sieht der aus. Und der hat da eben so Perlen drinnen. Und der riecht auch nach, ja, nach Erdbeer. Das war so eine Chupa Chups. Also eine Collaboration mit Chupa Chups haben die Essence mal gemacht. Also der riecht eben auch nach Erdbeer. Riecht ganz gut. So Erdbeer weiß ich nicht, aber halt so hat einen Geruch. Und ja, ich finde, das ist auch eigentlich ein recht lieber Blush. Er ist mir auch ein bisschen pinky, aber der hat auch ein bisschen einen Schimmer. Also der ist eigentlich recht nett. Ja, also meine 10. Also ich finde, 10. Platz ist eher nicht schlecht oder so. Gut. Meine Platz 9. Meine Platz 9. Mein Platz 9 ist von iHeart Revolution. Blushing Hearts Triple Bake Blusher in Iced Hearts. So sieht die Verpackung aus. Und so sieht der von nahen aus. Da sieht es ja, also das ist jetzt eben ein Schimmerton. Das sind wieder die drei unterschiedlichen, das sind wieder die drei unterschiedlichen Farbzusammenstellungen, Schatzi. Also eh, und der ist jetzt eben Schimmer. Das Einzige, jetzt war es schon wie ein Highlighter. Ich habe ihm jetzt trotzdem meinen 9. Platz gegeben, weil manchmal finde ich das eigentlich nicht so schlecht. Es ist halt wirklich wie, als würdest du einen Highlighter
drauf geben. Also wirklich sehr, sehr, eher mehr so wie ein Blush-Topper fast schon, aber ich verwende den auch manchmal einfach nur so. Ich finde den, aber ich finde ihn irgendwie cool. Und deshalb ist das meine Platz 9. Also ich finde den einfach, ich finde den auf jeden Fall gut. Ja, meine Platz 9 an den Shimmer Blush. Als nächstes, damit Catrice nicht nur die letzten Plätze belegt, haben wir vom Catrice den Light and Shadow Contouring Blush. So sieht der aus. Das ist eben, warum der jetzt höher ist. Erstens, er ist nicht ganz matt. Du hast eben einen kleinen Highlight drinnen. Also es ist ein bisschen mehr Leben drinnen. Und ich finde die Farbe auch toll. Das ist für mich so eine Farbe, die ich eher mehr so in den dunkleren Jahreszeiten verwende. Also wenn es wirklich so kalt und so ist, ist das für mich so eine Farbe, die ich ganz, ganz, ganz toll finde. Im Sommer eher weniger, aber so im Herbst, Winter ist das so Go-To-Farbe, finde ich super. Da finde ich zum Beispiel eher mehr diesen, den ich euch vorhin, den von I Heart Revolution gezeigt habe, finde ich dann eher, der ist dann ein bisschen im Sommer, eher mehr im Sommer und dann eher nicht so im Winter. Also das ist so meine Make-up-Devise. Mein Platz 8 war das. Mein Platz 7 geht an die Jouer-Palette. Und zwar in Flirt, das Blush Duo. Zeig's euch wieder mal von nah an. So sieht das Prachtstück aus. Da hast du eben die zwei Blushtöne. Es ist ziemlich viel Produkt drinnen. Und ich finde den eigentlich, ich finde die gut. Das sind, also ich finde bei Blushes ist es sehr schwer zu sagen, dass die Qualität schlecht ist. Außer die jetzt von Catrice, die ich euch vorhin, die fand ich von der Qualität jetzt eher weniger. Aber sonst finde ich alle, die ich in meiner Collection habe, von der Qualität eigentlich gut. Aber warum das jetzt mein 7. Platz ist, ist einfach erstens, das Packaging ist dann doch manchmal wichtig. Es ist nicht super wichtig, aber es ist halt schon echt nett, wenn das so ein hochwertiges ist. Also es gibt einfach so ein gewisses Gefühl, wenn du halt so ein teures Make-up-Produkt benutzt. Und für mich war das einfach, also ich finde es einfach ein guter Blush. Es gibt jetzt nichts Besonderes darüber zu sagen. Einfach ein guter Blush, Packaging ist gut, Preis ist nicht gut, aber das ist halt High-End. Aber deshalb mein Platz 7. Mein 6. Platz geht an den NYX Powder Blush. Zeige ich den mal wieder von nah an. So sieht er aus. Das ist ein richtiger, wie der schon heißt, der heißt ja NYX Powder Blush in Mauve. Also so ein richtiger Mauve-Ton. Also dieses, ja. Das Packaging ist super cheap. Also so richtig billig. So Plastik und so. Qualität vom Blush ist eigentlich toll. Das ist einer meiner Lieblingsfarben beim Blush, finde ich. Ist einfach so eine Farbe, die geht immer. Die geht einfach immer und ich finde, ja, ich mag den. Der ist gut. Das ist auf jeden Fall mein 6. Platz. Ist klein, aber ist gut. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall die Farbe. Ja. Das ist halt auch so bei meinem, habe ich jetzt bemerkt bei dem Video, also generell bei meiner Blush Collection, ist es eher mehr so farbabhängig und manchmal auch so, ob er Schimmer hat oder nicht Schimmer hat. Das ist bei mir eher mehr so, das Finish und die Farbe ist bei mir wichtig. So, und mein 5. Platz geht an den Essence Mosaic Blush in der Farbe Miss Coral. So sieht der aus. Und der ist eben so ein richtiger Korallton. Und das finde ich einfach, ist einfach eine coole Farbe, muss ich sagen. Also ich finde einfach die Farbe richtig cool. Und deshalb ist mein 5. Platz, weil ich die Farbe einfach toll finde. Die Qualität, wie gesagt, ist bei allen Blushen hier eigentlich gut, außer die zwei von Catrice. Aber sonst, also die Qualität ist immer top.
Aber die Farbe, ich finde Korall eigentlich cool. Das ist mein einzigster Korallton, habe ich bemerkt. Und deshalb glaube ich, ist der mein fünfter Platz. Mein vierter Platz geht an den Catrice Light and Shadow Contouring Blush. Und zwar, das ist jetzt die Farbe Rose Propose. So sieht der aus. Also das ist genau dasselbe wie der vorige, nur in einer anderen Farbe. Das ist eben wie der von NYX eigentlich. So, ist so eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Das sind einfach Farben, die ich sehr, sehr gern habe, wie man vielleicht sehen kann. Und der hat dann eben noch so ein bisschen Schimmer drinnen. Und weil der ist nämlich matt. Und deshalb ist der mein vierter Platz, weil der einfach gut ist. Das Einzige, das Packaging geht da so richtig ab. Aber das ist halt in der Drogerie billiges Packaging. So ist das. Aber dafür ist die Qualität sehr, sehr, sehr gut. Und ich mag die Farbe und das ist mein vierter Platz. Ja. Mein dritter Platz, man glaubt es nicht, ist ein High-End Blush. Und zwar ist das der Instain The Balm. So, ich zeige euch mal den. So. Also man sieht so ein bisschen, ich habe meine Farben, die ich einfach liebe und immer wieder kaufe. Und warum der jetzt mein dritter Platz ist, ist einfach, weil ich bemerkt habe, das ist mein meist pigmentierter Blush in meiner Collection. Und ich finde das nicht immer gut, aber ich finde einfach, ich finde den einfach doch dann gut. Und irgendwie, ich liebe das Packaging. Das Packaging finde ich ist schöner wie die Joy Palette. Ich finde, ich zeige euch mal, also mit der Dame dann, dieses Vintage-Packaging, vor allem beim Make-up, ist für mich einfach so top, 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 top. Und deshalb, also ich glaube, das Packaging, das ist so ein süßer, dann hast du einen Spiegel drin, das ist wirklich so ursüß irgendwie. Und dann ist er auch noch sehr pigmentiert und ist ein schöner Blush. Und deshalb ist es meine Nummer 3. Mehr braucht man nicht, um meine Nummer 3 zu werden. Meine Nummer 2 ist von Essence, der Mosaic Blush in der Farbe Natural Beauty. Ich zeig's euch mal. Da, und da sieht man eben, das ist so ein richtig bräunlicher Ton. Also der ist eher mehr so. Warum das jetzt meine Nummer 2 ist, ist einfach, weil ich finde, wenn ich den auftrage, verschmilzt der so richtig schön mit meinem Bronzer. Also es wird so. Also irgendwie. Ich mag den. Ich habe den wirklich so mit der Zeit, weil ich versuche, die ja aufzubrauchen, habe ich einfach bemerkt, dass ich. Also ich möchte auf jeden Fall. Ich muss wieder mal Make-up. Ich habe zu wenig Make-up. Oh Gott. Aber ich will auf jeden Fall so eine ähnliche Farbe wieder, weil ich die Farbe richtig, richtig gut finde. Also das verblendet einfach richtig schön. Ich versuche die jetzt, also vor allem die ganzen Essence-Blushe, die ich habe, einfach aufzubrauchen. Weil auch die Catrice, weil die sind jetzt schon älter und einfach die, weil ich möchte einfach meine Produkte aufbrauchen. Ich mag das nicht, das irgendwie, oder ich schenke es jemandem, aber ich mag das nicht, wenn ich Sachen einfach nur wegschmeiße. Also das machen wir nicht. Das machen wir nicht auf diesem Kanal. Und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Trommelwirbel. Und zwar, es ist von BH Cosmetics der Floral Blush. Caribbean Coral. So sieht der so aus. Und so sieht der so aus. So Blumenmuster. Ich muss ja sagen, dass das Packaging und das Innenleben sozusagen nicht ganz so meins ist. Also ich mag jetzt. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt für mich so billiger karibischer Urlaub. So ein bisschen sieht das aus für mich. Also sieht so, ich weiß nicht. Also die Farbe und das Innen finde ich nicht so toll. Aber der Blush ist echt, echt schön. Ist eben, hat auch, gibt dir diese Frische und ist einfach auch, also hat auch Schimmer. Und dann, was ich mir dann gedacht habe, es war so ein bisschen, wird das jetzt meine Nummer 1? Also der Essence in Natural Beauty Mosaic Blush.
weil ich den einfach richtig, richtig toll finde und ich den echt, echt, echt gern mag. Aber ich habe dann einfach mich entschieden, dadurch, dass das Packaging einfach, das sieht man, Packaging ist nicht so unwichtig, habe ich mir gedacht, dass das einfach von der Qualität einfach besser ist. Natürlich ist er teurer, das darf man nicht vergessen. Aber das Packaging, du hast einen Spiegel drin. Es ist eigentlich vom Packaging, von der Qualität her, jetzt ein bisschen schwerer ist natürlich der von der Baum. Aber die Qualität, du hast einen Spiegel drinnen, es wirkt und da ist es magnetisch und so. Es ist sehr ähnlich zu dem der Baum. Deshalb habe ich mir gedacht, und für den Preis natürlich, es ist meine Nummer 1 geworden. Also er ist einfach ein guter Blush und die Verpackung muss jeder wissen. Ich finde das Design sozusagen heißt ja, ist jetzt nicht unbedingt meins. Aber von der Qualität her, von der Blush ist super und deshalb ist es meine Nummer 1 geworden, ja. Das, meine lieben Leute, war jetzt meine ganze Blush Collection. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir auch in den Kommentaren, ob ihr, was ist euer Lieblingsblush? Interessiert mich alles oder DMs es mir auf Instagram. Ich möchte von euch erfahren, was ist euch bei Blush am wichtigsten? Was ist, worauf achtet ihr? Welche Farbe findet ihr am besten? Welche passt euch? Erzählt mir alles über Blush unten in den Kommentaren. Ich freue mich ganz, ganz toll, wenn ihr da was reinschreibt. Und dann würde ich sagen, irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Dann wäre ich auch sehr froh, wenn ihr eure Meinung da lassen würdet, indem ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!